Und wir haben von Anfang an als einzige politische Kraft in Brandenburg deutlich gemacht, dass wir gegen die AfD gewinnen wollen. Und ich glaube, das war auch einer der Punkte, der am Ende dazu geführt hat, dass wir gestern diesen Sieg feiern konnten, dass wir die Kraft waren, die klar sich dagegen aufgestellt hat und damals bei den Umfragen belächelt worden ist dafür, dass wir diesen Anspruch erhoben haben, dass wir überhaupt das formuliert haben. Wir haben es in den Parteitagen, wir haben es auch in den Interviews deutlich gemacht. Andere haben sich das gar nicht mehr getraut, sondern haben versucht, um den zweiten Platz zu kämpfen. Aber ich glaube, dass dieses Wahlergebnis auch zeigt, dass die große Mehrheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger eben nichts mit den Menschen zu tun haben will, die in Teilen für Extremismus stehen.